Hallo und herzlich willkommen auf dem Dosenkanal zu einer neuen Folge von Schrott vom Flohmarkt. Und diesmal spielen wir Tourist Trophy. Ich als kleiner Bub habe als Kind halt in meiner Jugend, so, ich war da glaube ich an die 10, 11, 12 Jahre alt, sehr viel Gran Turismo 4 gespielt. Die Real Driving Simulator kriegt man so aktuell für 12, 13 Euro. Und in diesem Spiel gab es ein Handbuch. Das ist etwas, was es heute so gut wie gar nicht mehr gibt. Aber da gab es halt ein Handbuch. Und dieses Handbuch hat Tourist Trophy erwähnt. Auch von Polyphony Digital, ist genau der gleiche Hersteller. Und es gibt sogar irgendwie ein Crossover, was man irgendwo dazwischen freischalten kann. Das weiß ich allerdings noch nicht. Ich habe ein bisschen mich jetzt damit befasst und werde euch das ganze Ding mal jetzt zeigen. So. Tourist Trophy, Gran Turismo sind etwa zu derselben Zeit erschienen. Und, ich würde sagen, das merkt man auch ziemlich. Ich habe mich jetzt damit so mit dem Spiel so 2-3 Stunden beschäftigt. Hab da ein bisschen drin gespielt. Und das Erste, was man sieht, ist das Intro von Tourist Trophy. Ich glaube, das reicht. Also, hat gesehen, es geht um Motorräder. Und bei Tourist Trophy steht genauso wie bei Gran Turismo 4, ich habe die beiden Pockhaufen hier nebeneinander stehen, The Real Driving Simulator. So, wir gehen mal eins zurück. Ja, natürlich. Denn hier ist es auch mal interessant. Wir haben so ein paar Sachen, davon sind aber hier der Arcade-Modus interessant. 1 gegen 1, Rennen, Zeitrennen, Wettkampf.
Im Rennen, was kriegt man da hin? Genau, man kann hier sich verschiedene Strecken aussuchen. Und eins von, keine Ahnung, wie viel Motorrädern. So, das wäre das Rennen. Kann man fahren. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Die Strecken sind übrigens genau die gleichen wie in Gran Turismo 4. Also, es sind wirklich die gleichen. Ich habe nachgeguckt. Es sind sogar ein paar weniger hier drin. Ne? Da ist dann so ein bisschen Clubman Stage. Beste Stage. Die Clubman Stage ist zum Beispiel dazugekommen. Die Special Stage ist auch in Gran Turismo 5. Aber es sind so ein paar Strecken weniger. Ich habe nachgeguckt. Was hier in Tourist Trophy exklusiv ist, ist, wo haben wir es? Da, Valencia. Valencia ist nur hier in diesem Spiel, in den anderen noch nicht. Sonst sind es komplett die gleichen Strecken. Was auch witzig ist, ist hier, das ist komplett gleich. Also, es ist eigentlich, haben die das Grundgerüst von Gran Turismo 4 genommen und daraus ein Motorradrennspiel gemacht. Und das ist so in etwa das gleiche. Man muss hier so Rennfahrlizenzen bestehen. Die heißen zum Beispiel, ich kann ja zum Beispiel mal eine machen. Bestehe das und das in der bestimmten Zeit. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe ja erst 7 Minuten gelabert. Man fährt natürlich ein Motorrad. So. Bremsen. Man muss hier, wenn man vorher Gran Turismo gespielt hat, muss man hier ein bisschen aufpassen. Denn, ich habe schon Silber geschafft. Denn das Fahrerlebnis ist etwas anders. Und nach meiner Einschätzung ist das Fahrmodell sogar besser als in Gran Turismo 4. In Gran Turismo 4 fand ich das etwas platt. Da war das selbst von hier WRC besser. WRC 4. Aber das hat mir damals und heute tut mir das auch keinen Abbruch. Deshalb ist mir das im Moment egal. So, was wir jetzt machen. Also man muss diese Fahrlizenzen benutzen. Wenn man die Fahrlizenzen gemacht hat, kann man sich dann davon Motorräder erfahren. Wir machen das anders. Wir gehen zu den Herstellern. Ich hätte jetzt gerne alle Motorräder der 400er Klasse. Genau. Jetzt hat man hier so Motorräder. Die kann man jetzt hier sehen. Und die Schlüssel zeigen an, ob ich das schon besitze oder nicht. Und wenn ich also das noch nicht besitze, dann kann ich eins sozusagen gegen eins fahren. Die kann ich noch nicht fahren, die brauche, da brauche ich schon Lizenzen, aber ich würde sagen 59 PS, 157 Kilo, 164, ist hier die gleiche PS-Anzahl. DSXR. Das Ding wiegt sogar weniger. Zu viel, das wiegt auch viel zu viel. Also ich würde sagen, ich nehme mal das hier. Ja. Und jetzt muss ich einen anderen innerhalb von 2 Runden überholen und 10 Sekunden vor ihm bleiben. Und damit bekommt man das
Motorrad. Also es gibt nicht so wie in Gran Turismo 4 irgendwie Geld, was man kaufen muss oder so. Aber diese Rennen erweisen sich zum Teil als sehr schwierig, weil das Fahrmodell auch mit Herunterfallen und so weiter simuliert wird. Also man kann nicht so einfach Lastwechsel machen, wenn man gerade irgendwo drüber fährt oder sowas. Das ist sehr schwierig. Man darf nicht in zu niedrigen Drehzahlen oder in zu niedrigen Geschwindigkeitsbereichen fahren, sonst geht man einfach um. Und es gibt noch so ein paar andere Typen, die man halt absolvieren muss. Zum Beispiel sollte man nicht mit dem Kopf irgendwo gegen. So, ich bin natürlich jetzt wieder schlecht. Aber was passiert, wenn ich das Ganze vorführe? Ich habe jetzt auch mal kleineren. Oh. Genau das ist es. Zack. Ende. Gescheitert. Muss ich wiederholen. Man kann auch für die Kurven anders fahren. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass meine Person extra. Bleiben soll, um schneller durch die Kurven zu fahren, oder ich würde mein Motorrad, ich würde gerade schon Auto sagen, aber allerdings instabiler, was nicht so cool ist, weil das Fahrmodell ist sowieso schon ziemlich instabil. Aber egal, ja, darfst du nämlich nicht überholen. Gut. Somit habe ich das Motorrad und kann das jetzt fahren. Na! Ich habe auf Wiederholen gedrückt. Ich muss es nochmal fahren. Na, jetzt bin ich natürlich zu schnell durch die Kurve gefahren. Aus mit der Zeitanzeige, mit den Buttons und so weiter. Das ist eigentlich die komplette Engine, die kompletten Anzeigen und so weiter sind aus Gran Turismo 4 übernommen. Alle Buttons auch, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was zuerst da war, aber ich glaube, Gran Turismo 4 war als erstes da. Ich kann ja mal kurz hier in die Box reingucken. Steht nichts, was darauf hinweisen kann. Jetzt kann ich die noch ein bisschen aufmotzen. Werde ich jetzt auch machen und danach können wir einen Pokal fahren. Pokal fahren. Bäh. So. Ja, was ganz wichtig ist, man kann natürlich neue Motorradkleidung sich anziehen. Ja. Es gibt verschiedene Helme. Ich glaube, ich hatte gerade den an. Ah, ne, die passen nicht. Und verschiedene andere Sachen. So. Ich würde sagen,
Jawohl, das sieht hier überhaupt nicht aus. So, das passt. Zack. Genau, speichern. So. Na, heil ich ein bisschen. Jetzt bin ich eins zu weit gegangen. Nein, den Fotomodus nehme ich nicht. Ich möchte in die Garage. Die Garage, hier ist das Ganze etwas anders aufgebaut. Also hier hat man, hier kann man sogar seinen Fahrstil ändern. Ja, also zack, kann hier so, ich würde sagen, ich nehme mal den hier. Und hier kann man alles mögliche, Einstellungen, ganz geneigt, Beinwinkel, vertikal rutschen. Das ist schon total witzig. So, Optionen wollte ich jetzt nicht. Ich will jetzt meine FRZ, glaube ich, heißt die haben. Und ich zeige euch auch gleich warum. Das für eine? Nein. Ich guck, das erste, was ich nochmal mache, ist, ich guck nach. Oh. Nehme ich hier mal so tolle Feature. So, 05. Das R kann ich nicht benutzen. Und die sind alle zu hoch. Gut, dann nehme ich die. So, einmal ändern. Das ist immer das Problem, dass das so lange dauert. Das ist das einzige Problem, so, was ich so an der PlayStation 2 noch bemängelt. So, und jetzt kann ich hier auch in die Einstellung gehen. Das kann man nämlich direkt hier machen und nicht, man muss nicht in anderes immer vor der, man muss nicht vor der vor dem Rennen das immer manuell machen. So, hier kann ich mir jetzt einen Sportauspuff draus bauen. So. Alles okay. Vorher Muni zurückkehren. Gut. Das dauert noch immer etwas. Also. Obwohl die PlayStation 2 so eine gute Konsole ist, Ladezeiten sind nicht so das wirklich Gute. So, hier gibt es nämlich auch neben dem Herausforderungsmodus, wo man dann die ganzen Motorräder bekommt, auch noch den Veranstaltungsmodus. Und hier kann man dann halt so übliche Veranstaltungen fahren, so wie man es kennt. Es gibt hier halt nicht sehr viel, also im Gegensatz zu Gran Turismo 4 ist das deutlich kleiner. Und ich würde sagen, wir versuchen mal den Straßen. Oh. Nee. Ich wollte doch irgendwo. Versuchen wir mal. Spricht nicht. Versuchen wir es mal hiermit. Das Ding entspricht nicht meinen Voraussetzungen. Es gibt ja auch verschiedene Klassen, genau. Rennen, Motorräder, normale Motorräder und so weiter. So. Oh, dagegen werde ich jetzt wahrscheinlich verlieren. Deshalb hole ich mir nochmal ein anderes Motorrad. Ah, wunderschön. Ladezeiten sind doch super. Aber, ja, man kann sich halt verschiedene Motorräder holen. Garage. Eine Maschine zeigt mir den Raum an. So. Und genau, wir fahren mit der hier.
ändern. Ist das 2 Meter lang, ist das Motorrad? Das ist schon heftig. Aha. So, jetzt aber Veranstaltungen. Und das Rennen. Kriegen wir irgendwie hin. Na? Läufst du endlich? Ich muss jetzt noch... Ah, jetzt habe ich noch eine 750er Maschine drauf. Es könnte schwierig werden. Aber das kriegen wir hin. So. Sportreifen drauf. Die Sportreifen haben das Problem, dass die halt mit der Zeit abnutzen. Und muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, wie man dann so fährt und so weiter mit den 3 Runden oder so. Das ist immer ein bisschen kipplich. Gut, 3 Runden fahren wir jetzt einfach mal. Denn hier heißt es einfach nur 3 Runden schaffen und fertig aus. Und hier werden wirklich 3 Runden gefahren. Und das war's. Kann ich eigentlich neu anfangen. Ich versuche mal weiter zu fahren. Oh. Dann muss ich nochmal neu verlassen. Nochmal neu starten. Denn das kriege ich nicht aufgeholt. Erneut versuchen. Start. So, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Diesmal bin ich darauf vorbereitet, dass ich einen etwas längeren Downshift habe. Ja, wir kommen auch von 200 irgendwas. Ja. Oh, die Maschine ist sehr viel schwieriger denken als das 400er Motorrad, was wir am Anfang hatten. Das ist... Ah, super! Naja, ist egal, wir kriegen das diesmal hin. Und wir sind sowieso sau schnell. Zu schnell. Und das ist cooler. Und so ein bisschen driftet oder sowas, wenn man so kurz auf den Rasen gekommen ist oder sowas, dann sofort hinlenkt, dann überschlägt man sich so richtig heftig. Das ist nicht so cool. Genau, zum Beispiel. Aber, so schön runter dann. Schön in die Kurve. Also, das macht dir Spaß. Wo allerdings das Intro sozusagen schon gelogen hat, ist, wie viele Motorräder man hier auf einer Strecke ist. Scheinbar kann die PlayStation wirklich nur eine andere KI weiter befeuern. Denn im ganzen Spiel, wie ich es mir jetzt angeguckt habe, gibt es kein Rennen, wo man...
man ein zweites nicht von dir gestörtes Motorrad hat. Was ich ziemlich schade finde. Also scheinbar hatten wir da wirklich Probleme damit. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Ist halt so. Gut. Damit haben wir das auch hinbekommen. Ich werde jetzt diesen Cup noch zu Ende spielen. Wir bekommen nämlich jetzt noch ein schönes Motorrad. Wenn ich zumindest, dass wir jetzt ein schönes Motorrad bekommen. Ja. Die Hintergründe haben sie neu gemacht. Ah, wir haben neue Motorradkleidung erhalten. Ah. Neue Helme. Oh. Und wieder so ein komisches Crossbike. Naja, wieso nicht? So, ich würde sagen, damit habe ich euch alles gezeigt, was ihr zu sehen braucht. Ich spiele jetzt noch die beiden anderen Rennen und verabschiede mich vorher von euch. Und, achso, ein Fazit noch. Also, es ist wirklich nur für Leute, die Motorrad fahren mögen. Für alle anderen gibt es Gran Turismo 4 für die PlayStation selbstverständlich. Wenn man jetzt in andere Sphären aufsteigt mit der PlayStation 3 oder so, da gibt es natürlich Gran Turismo 5 und 6, die um ja einiges, würde ich sagen, besser sind. Was gibt es noch? Ja, vielleicht aber ist so das, was man halt haben kann. Kosten beide so 12, 13 Euro, wenn man die neu kauft. Zumindest was ich jetzt so rausgefunden habe. Man kann es empfehlen, es ist kein totaler Schrott, jetzt das Tourist Trophy. Aber ich würde sagen, lieber zu Gran Turismo 4 wechseln. So, damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.